Hallo, da sind wir wieder. Wir sind wieder unterwegs. Denn hier ist so ein Leafblower, so ein Krachmacher. Und wir wollen wieder losfahren und auf geht's. Und was dann kommt und wo wir hinfahren, das verrate ich euch nach dem Intro. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Wir sind wieder unterwegs für euch und wir schauen uns an, ach, hier ist unser Wildlife Park. Da ist aber nicht mehr so viel los. Warte mal, kann ich das mal zeigen? Ja, da ist nicht mehr so viel los. Alles zu. Naja, ihr wisst ja wieso und weshalb. Okay, und wir sind unterwegs nach Sedona und Umgebung. Wunderschön, wenn ihr euch an das Intro erinnert. Das Intro ist von Sedona und von Umgebung in Sedona, von den Parks dort, diese roten Felsen. Gibt es echt viel zu schauen. Und wir machen einen kleinen Stopp hier in Cordes Lakes wieder, den kennt ihr auch. Das sind ungefähr so 100 Kilometer entfernt. Aber mal kurz aufladen. Es geht nur bergauf erstmal. Von 1000 Fuß bis nach, sagen wir mal so 5000 Fuß in dem Dreh rum. Schöne Gegend dort in Sedona. Temperaturen sind besser, also sind etwas niedriger als hier. Und wir waren tolles Wetter haben, Temperaturen so um 27 Grad Ende Oktober während des Tages und so circa 12 Grad in der Nacht. Und dann kühlt der Wohnwagen auch gut ab und ist auch viel gesünder, in der Nacht kalt zu schlafen. Und dann haben wir eine ganz tolle Überraschung für euch und wir hoffen, dass das auch funktioniert und dass dieser Event auch abgehalten wird. Sollte eigentlich. Es gibt nämlich so ein ganz kleines Künstlerdorf in den Bergen und da wollen wir nochmal hin und da gibt es auch eine tolle Geschichte zu erzählen. Also dranbleiben. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Trust in our wings to fly. Daumen drücken, da gibt's nur einen am Charger und wir werden hoffentlich von vorne reinfahren, ja. Und zwar hier ist Cordes Lakes, der Nähe von Prescott. Jetzt haben wir nochmal Glück gehabt. Ich habe den Besitzer von dem blauen Tesla dort gesucht. Der ist da hinten gewesen und dann hat er seinen Wagen umgeparkt nach ganz hinten. Ich habe hier vorgeparkt und blockiere jetzt gerade zwei, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Vielleicht könnte da auch noch einer dazwischen kommen. Ansonsten im Nu kamen vier Teslas an. Also gerade noch mal Glück gehabt. Also vielen Dank fürs Daumen drücken. Okay, so jetzt geht's erstmal zum Frühstück und eine halbe Stunde laden. Schaut euch das mal an. Alle sind sie wieder weg. Also müsst die Verbleibedauer an Ladesäulen doch wohl wirklich nicht so lang sein für Tesla-Owners, für Leute, die Tesla fahren, weil ich habe da Model 3 gesehen, Model Y gesehen, Model S gesehen,
einer von den ganz neuen 400 Meilen Reichweite, das sind 600 Kilometer, da brauchst du dich eigentlich gar nicht hinstellen, da kannst du alles zu Hause laden. Das ist mir auch sowieso gar lieber, weil ich dann kann ich von meinem Dach laden. Ja, dann werde ich mal meine Frau rausbegleiten und dann geht's weiter, abstöpseln und weiter geht's. Und guck mal, da ist noch so ein ganz anderer Gastyp, der damit fährt, mit Gas und Anhänger. Naja, wir machen es mit Elektrik. Ist es Sedona 179 North, eine Meile Abfahrt. Hier ist Coconino National Forest. Wir sind bei dem Rotfels Bypass oder bei dem Rotfels Nebenweg. Und das ist typisch für Sedona, rote Felsen. Das liegt wahrscheinlich an dem Eisenanteil da drin, der oxidiert. Und weiter hinten ist der Glockenturm, heißt der Bell Tower. Er ist ganz rot. Und da kommen wir nochmal näher ran, zeige ich noch ein paar mehr Bilder davon. Dann nochmal eine Korrektur, das ist der Bell Rock, das heißt der Glockenfelsen. Und der ist direkt hier. Wir sind aber den von der anderen Seite mal bestiegen. Und zwar nicht ganz, sondern relativ ziemlich hoch, also nicht ganz oben drauf. Und da hat man eine gute Aussicht von da. Hier ist der Bell Rock. Der Glockenfelsen. Sieht ja auch glockenmäßig aus ein bisschen. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. We'll keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Nummer 37. Ah, warte, Martina. This one, is it this the right one? Okay, komm. Okay, thank you. So, da sind wir jetzt hier bei Oak Creek. Das heißt Eiche. Und Creek ist so eine Furt. Das kann man dazu sagen, eine Furt.
So, und hier ist ein ganz netter Bach. Etwas kühles Wasser, aber der läuft hier durch. Und so kann man den Hund spazieren gehen. Tolles Wetter, so ungefähr 22 Grad, strahlender Sonnenschein und richtig Natur. Morgen schon wieder der nächste Morgen. Wir fahren hier schön durch Sedona. Ganz klasse Straße mit guter Aussicht. Und jetzt kann ich das nicht so zeigen, aber später nochmal oder ein Stück Film kann ich ja nochmal einblenden, als wir in den Kreisverkehr reingefahren sind. Hier ist immer ziemlich viel Kreisverkehr für Verkehrsberuhigung. Und gebe euch mal die Statistiken von gestern. Das ist in Meilen, lass mal umschalten. So, das ist in Kilometer, 223 Kilometer gefahren, 104 Kilowatt verbraucht, 466, das liegt so unter 500. Wir kalkulieren ungefähr mit 500 Watt mit Anhänger. Jetzt fahren wir ohne Anhänger und da fahren wir nochmal zum Baumarkt, einem von denen. Und dann erkunden wir hier schön die Gegend. Hier nochmal ein paar Ausblicke. Es ist immer schön, hier nach Sedona zu fahren.